Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das erste offizielle Entwurfspattern, das wir hier in der Tutorial-Reihe machen. Das heißt nicht, dass es besonders wichtig ist oder sowas. Es ist einfach eine Lösung für ein bestimmtes Problem. Und ich habe euch hier tatsächlich mal ein UML-Diagramm hingemalt, das tatsächlich dieses ganze Entwurfspattern zusammenfasst. Ich möchte euch aber trotzdem erklären, denn so ganz eingänglich ist es erstmal nicht. Man muss drüber nachdenken. Und wir wollen das Ganze auch mit einem Beispiel machen. So, der Sinn hinter der Factory Method ist ganz einfach, wie kann ich bitte zum Beispiel abstrakt, möglichst abstrakt, will man ja eigentlich immer haben, damit man möglichst viele Sachen neu oder nochmal benutzen kann. Und ja, wie kann ich ein Objekt haben, sodass die Unterklassen dieses Objekts definieren können, welche Klasse instanziiert wird? Das heißt, dass nicht immer dieselbe Klasse instanziiert wird. Sagen wir mal, wir haben mehrere Produkte. Also zum Beispiel hier haben wir, also das ist das Interface-Produkt. Und dann haben wir hier einmal ein YouTube-Video, wir haben einmal ein, okay, wir machen es anders. Wir haben hier eine MP4-Datei, wir haben eine MP3-Datei, wir haben eine ein JPEG-Bild, ein PNG-Bild, okay, das reicht erstmal. So, und jetzt wollen wir haben, dass nicht immer automatisch hier in dieser Operation, das ist die Operation, die von außen aufgerufen wird. Und diese Operation benutzt halt so ein Produkt, aber wir wollen nicht immer genau dasselbe Produkt haben. Manchmal wollen wir mit MP4s arbeiten, manchmal wollen wir mit MP3-Dateien arbeiten. Und deswegen ruft diese Operation hier jetzt plötzlich MakeOne auf. Das ist einfach eine Methode, die kann man auch anders nennen. Factory Method ist relativ häufig, also dass man hier statt MakeOne einfach Factory Method reinschreibt, denn es bezieht sich, das Entwurfsmuster bezieht sich eigentlich im Endeffekt auf dieses MakeOne. Das ist sozusagen unsere Magic Method hier in dem Szenario. Und ja, genau. Diese MakeOne ist aber abstrakt hier. Das heißt, dieser Creator, der gesamte Creator, ist abstrakt. So, und jetzt müsst ihr natürlich schon im Programmieren recht erfahren sein, damit ihr wisst, was ein abstrakter Creator oder generell eine abstrakte Methode oder eine abstrakte Klasse ist. Er speichert sich aber übrigens auch hier eins von diesen Produkten, deswegen dieser Pfeil hier. So, und wie gesagt, wir haben hier MP3s, MP4s und so weiter und so fort. Und hier unten haben wir dann einen konkreten Creator, also eine echte Klasse sozusagen, keine abstrakte Klasse. Und dieser richtige Creator, der kann jetzt diese Factory Method, das heißt dieses MakeOne hier richtig implementieren. Das bedeutet, der füllt hier den Code rein. Und der Code für MakeOne in dem Fall wäre Make richtiges Produkt, also New richtiges Produkt zum Beispiel. Aber man kann natürlich jetzt auch hergehen und sagen, hey, es gibt einen richtigen Creator, der macht MP3-Dateien. Es gibt einen richtigen Creator oder einen anderen richtigen Creator, der macht halt MP4-Dateien und JPEGs und PNGs und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier in der Unterklasse definiert, welche Datei man in diesem MakeOne hier benutzt. Aber die Operation, die ruft einfach nur diese abstrakte Methode auf. Und diese abstrakte Methode wird natürlich hier vererbt automatisch. Das heißt, ich muss hier einfach nur den Creator erstellen, den ich gerne haben möchte und kann immer diese Operation MakeOne und oben drüber kann natürlich was passieren, unten drunter kann auch was passieren, kann ich einfach aufrufen und dadurch bekomme ich dann natürlich immer das, was ich auch wirklich brauche. Das heißt, es gibt einen Creator eben, wie gesagt, für MP3s, einen für MP4s und so weiter und so fort. Und ich muss einfach nur den richtigen Creator aufrufen und schon haben wir das Ganze. Okay. Code gibt es jetzt dieses Mal keinen, den brauchen wir glaube ich nicht, das ist an sich schon recht anschaulich und bei der Factory Method kann eigentlich auch nicht so viel schief gehen. Also dieses MakeOne hier würde einfach nur ein Return New richtiges Produkt in dem Fall jetzt in diesem Szenario hier machen. Okay, ja und das war es eigentlich auch schon mit der Factory Method. Ich hoffe euch hat es mal wieder gefallen und ihr könnt das Ding irgendwo verwenden. Wahrscheinlich werdet ihr es irgendwo verwenden können und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.